Ab ins Büro. Ja, wo ist es? Alter. Hier. So, na dann setzen Sie sich mal hin. Der Kollege kommt auch gleich. Na dann, sind Sie, ja, dann fangen Sie mal an. Ja, warten Sie kurz, mein Po tut gerade ein bisschen weh. Ja. So, perfekt. Na dann. Also, aber bitte, wenn ich jetzt von meiner Geschichte erzähle, ich bitte den Medic, bitte erzählen Sie keinem davon, weil ich habe eigentlich mit meiner Vergangenheit abgeschlossen, okay? Ja. Also, ja, das ist hier, das bleibt alles hier im Büro. Perfekt. Also, ich und meine Mutter waren früher in Mexiko. Danach habe ich immer meinen Vater gepflegt, als er krank war. Und dann ist er leider verstorben. Danach, weil mein Vater ja früher in der Mafia war und weil er immer Schießereien hat und ich ihm immer geholfen habe, also dass es ihm wieder gut geht. Ich habe ihm immer Wärmflaschen gegeben, habe immer seine Wunden verheilt. Und danach ist er leider gestorben. Dann hat mich mein Onkel gezwungen, mich in deren Geschäfte einzumischen und was zu liefern, was ich halt dann machen musste. Und danach bin ich mit meiner Mutter nach Los Santos gereist, also eingewandert, weil sie keine Lust mehr hatte auf diese kriminelle Sache und ich auch nicht mehr. Da bin ich erstmal zum Psychologen gegangen und er hat mir geholfen, dass ich wieder normal friedlich bin. Und ich verstehe auch nicht, warum ich früher sowas gemacht habe und was gar kein gutes Verhalten zeigt. Und seitdem helfe ich halt immer Leuten, die Hilfe brauchen, trage paar Leute zum MD. Und mir macht der Job halt sehr Spaß vom Medic. Auch nur wenn ich die Leute hergetragen habe. Sie sagen, es macht Ihnen Spaß als Medic. Waren Sie schon mal Medic? Ja. Im alten Staat, hatten wir in der Schule so ein, wie nennt sich das? Ich hab's vergessen. Immer mit der Ruhe, denken Sie nach. Ja, genau, lassen Sie mich. Alles gut. Genau, eine AG hatten wir früher, eine Medic-AG, wo wir halt immer erste Hilfe gemacht haben und so. Und aus dem Grund konnte ich dann halt immer meinem Vater helfen. Aber wie gesagt, aus dem Grund, dass er leider gestorben ist, wollte ich mir hier in Los Santos ein neues Leben aufbauen. Suche halt jetzt eine Arbeit, weil ich mein Wissen verberuflichen will. Und ich möchte halt sehr gerne, dass die Medics geholfen werden, weil manchmal merke ich, wenn ein paar Leute sterben, dass die Medics gerade nicht da sind oder gerade keine Zeit haben. Und aus dem Grund würde ich mich sehr freuen, wenn ich angenommen werde. Und ich kenne mich halt bei den Wunden, kenne ich mich mit den Schusswunden aus. Ja, na dann sagen Sie doch mal ein Beispiel, wie geht eine Schussverletzung an? Von Anfang bis Ende, also wie fangen Sie an nun? Bei einer tiefen Schusswunde, also ein Durchschuss, ich meinte einen mittleren Schuss, tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Alles gut, immer mit der Ruhe. Erstmal wird es aufgeschnitten, danach desinfiziert, damit keine Bakterien reinkommen. Und danach auf jeden Fall wird die Kugel rausgeholt. Aber wenn man die nicht so richtig rausholen kann, dann wird es ein bisschen aufgeschnitten. Und danach holt man sorgfältig und vorsichtig die Kugel raus. Und danach näht man das wieder zu, gibt den Patienten Morphium. Wenn er Morphium nicht vertragen kann, dann halt andere Tabletten, die er vertragen kann. Und genau. Beispielsweise der Kollege, den Sie da versorgen, kann keine Tabletten zu sich nehmen, weil er nicht bei Bewusstsein ist. Wie gehen Sie das da an? Dann gucke ich nach flüssigen Medikamenten. Natürlich hat er ja da eine Vollnarkose. Und dann versuche ich, ihn halt flüssig zuzugeben. Damit halt zum Beispiel, wenn ich sie jetzt zum Beispiel die Tablette in seinem Mund lege und Wasser dazu und danach auf einmal es keiner... Leider ganz falsch. Wenn er schon narkotisiert ist, brauche ich noch extra Schmerztabletten flüssig im Mund. Denn der ist ja schon narkotisiert.
Nein, Helmut, Sie haben mich ein bisschen falsch verstanden. Ich meinte nach der Operation. Ach so. Dass er noch paar bei der Wunde paar bisschen Schmerzen hat. Ach Deswegen, so. da wollte ich Ihnen Tabletten geben. Okay, ja, gut. Dann habe ich das erst missverstanden. Genau. Dann kommen wir zum nächsten. Haben Sie einen gültigen Führerschein? Ja, ich habe einen Führerschein, ich habe einen LKW-Schein und einen Motorradschein. Na, dann zeigen Sie die mal bitte, da gucken wir stehen für die Akten einmal ab. Immer gerne. Aha, LKW, Motorrad und PKW, genau. Genau. So, dann einmal Ihren Personalausweis. Jo. Ich bringe Ihnen dann beides wieder. Okay, danke schön, bis gleich, Moment. Jo. So, dann... Kollege, komm du mal rein, bitte. An meinen Medic-Kollegen, komm du mal rein, genau. So, kannst du mal eben zum Bedi fahren oder im Bedi mal durchfunken, dass mal einer herkommen soll oder mal diesen Mann überprüfen soll? Wegen seinem Führungszeugnis. Er hat zwar schon was gesagt, wegen seiner Vergangenheit, aber ich muss ja auch auf Nummer sicher gehen, dass nichts Offenes ist. Also keine offenen Strafen oder irgendwie, ne? Ja, Rechnung. Nichts Aktuelles. So. Das LSMD fürs LSPD kommen. Er könnte ich kopiere einer Zeit. Ein Beamter zum MD kommen. Den Typen einmal. Weil hier ist eine bewusstlose Person, falls Sie sie nicht sehen. Also, kommen Sie mit raus, ich mach das. Soll ich den Medic schnell, soll ich den Officer schnell meinen Ausweis zeigen? Ja, die Akte? Machen wir gleich, Moment, machen wir gleich. Ich hab Angst, dass meine Akte vielleicht ja noch nicht vorhanden, weil ich seit neuem eingereist bin. Hoffentlich ist schon vorhanden. Moment, das haben wir gleich. Setzen Sie sich erstmal hin, beruhigen Sie sich. Ja, ich bin oder ein bisschen aufgeregt. Hier ein Glas Wasser. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, das verstehe ich. Gibt's auch Sprudelwasser? Oder nur Stilles? Na, nur Stilles, das, was Sie da sehen. Ah, schade, okay. Was hast du denn da für Müll? Bleib doch stehen, Junge. Dann sind wir nicht scharf auf dich, Sie sind tot, jetzt sofort. Sie bleiben mal bitte im Büro. Achso, okay. Oh shit. Komm sofort ins Geld. Mit dir habe ich keinen Luft. Das macht nach. Lass mal ganz kurz stehen, nicht dabei. Ein Officer Zeit. Ganz kurz bitte. Ja, Dankeschön. Nur mal eben mit ins Büro. Ganz kurz. Achso, naja. Was? Ich hä? Bist du noch bei mir? Nee, bist du nicht. Ja, wie gesagt, hier einmal im Büro, bitte. Was mit dem? Können Sie den, den Herrn einmal bitte überprüfen? Ja, Akte hat er keine, hab ich eben mal geguckt. Hat er keine, okay. Kann aber gar nichts mehr jetzt machen. Gut, na dann war's ja schon. Super, schönen Abend wünsche ich. Warte mal, wer redet da? Oh, Moment. So, nee, gut. Wie sieht's aus für mich? Da hat er schon eine Bewerbung gesendet. Ja. Hat er auch schon gesendet, die sieht soweit ganz gut aus. Ja. Dann würde ich mal sagen, stelle ich sie jetzt hier ein. Sie unterschreiben Das hier einmal. Moment. Zack, hier unterschreiben sie. Schauen Sie mal bitte bei Ihren Personalien nach, was da steht. Noch da? Ja, da steht nichts. Ja. Bei Ihren Personalien. Ach so, da. Ja, ja, okay. Hab's unterschrieben. Ja, was steht bei Ihren Personalien? Das steht noch normal. Also, hier, das steht noch kein Medic. Ambulanz. Geh raus. Nochmal neu starten. Mensch. Kurz schlafen gehen, oder? Schau nochmal neu nach bei den Personalien. Ach so, okay. Sag mal, spreche ich Spanisch? Identification Card. Ey. Sag mal, läuft der okay. Das nicht, oder? Warte mal. Du hast doch, Kollege, du hast doch einmal deine Hosentaschen. Dann hast du noch irgendwas wegen, ja, falls du irgendwie Waffen hast oder so. Und dann hast du Personalien, Löschungen. Ach so, du ja, na. Oh ja, hab ich. Was steht da? Ambulanz Azubi. Genau das wollte ich wissen. Perfekt, sorry, meine Hosentasche. Ich bin halt ein bisschen verwirrt, deswegen. Ich fahre an, ja? Ja, vorne an, genau. So, dann kommen Sie mal mit. Nee, wann soll ich? Sie bleiben noch hier. Und ich wollte Ihnen nur sagen, zu meiner Erfahrung.
Ich weiß halt, ich kenne das Krankenhaus sehr gut. Okay. Ich weiß auch halt, wo die Umkleide ist, wo ich die Patienten behandeln soll, wo die Medkits sind. Ich habe es schon. Nehmen Sie mal noch, treten Sie mal noch den D-Funk bei. Ich habe sie eben eingeladen. Ja. Könnte ich die Dienstnummer 11 haben? Moment, schau ich nach. Die 11 ist schon belegt. Dann die 111, wenn es möglich wäre. Die ist noch frei. Ja, dann die 111. Dann nenn dich so, im D-Funk. Warten Sie. Ich werde es mal eben noch markieren für meinen Chef da, der macht das. Gut, hätten wir das. Ja, perfekt. Dann kommen Sie noch einmal mit, bitte. Wohin geht's? Na, wir umziehen. Jetzt ein. Ja, na, das kommt später. Ach. Sie kriegen jetzt Ihre Ausrüstung. Ach so, ja. Ja. Helmut, ich müsste gleich einmal mit denen reden. Natürlich. Mit mir? Nee. Mit Helmut, ach so, ja. Alles gut. Und haben Sie ein Funkgerät? Ja, habe ich. Und vielleicht, ja, dann gehen Sie mal in den Funk 1. Mache ich, warten Sie kurz. Ja, bin dran. Gut. Und vielleicht, falls es Sie interessiert, warum ich das Krankenhaus so kenne, ich war früher hier mal Security. Ach so. Na dann, hier nimmt sie jetzt 240 Medikits. Das reicht erstmal eine ganze Weile. Jojo, warten Sie kurz. Reichen nicht, sind eigentlich maximal 250? Ja, keine Ahnung, glaub, ich nehme aber 240. Dann nimm so viele mit, wie du kannst. Perfekt. Und auch noch ganz wichtig ist, Patientengespräche. Nicht nur irgendwie, wie sie alles sagen immer, hol dir mal hoch, Medic, und das war's dann, sondern ordentliche Patientengespräche. Medic, was denken Sie? Natürlich, ich frag auch, was passiert ist. Okay. Was denken Sie denn, Medic? Helmut, tut mir leid. Nein, vielleicht doch nicht Helmut, vielleicht auch Vorgesetzter oder einfach nur Herr Müller. Ich glaube, Herr Müller oder Helmut wäre schon gut, weil für mich, ich finde es sehr respektvoll, wenn man Personen direkt mit ihren Namen ansprechen wird. Ja. Wissen Sie, wie ich meine? Ja, ja. Gut, haben Sie jetzt alles. Dann gehen wir jetzt mal in die Umgebung. Noch umziehen. Ja. Sie stellen sich da noch einmal im Funk vor, bitte. Mach ich. Wie soll einfach nur mein Name oder so? Na, Sie stellen sich vor mit Ihrer Dienstnummer und sagen, wer Sie sind und dass Sie neu sind und so. Einfach mal ein nettes Hallo und so. Jo. Hier ist die Umkleide. So, dann geht's mal an Ihren Spind. Ich weiß schon, wie ich das ändere. Kein Problem. Okay. Hier haben Sie dann noch mal einen Zettel. Gucken Sie mal, was Sie machen können. So. Helmut, welche Nummer haben die Arme, wenn ich fragen darf? Na, die Arme solltest du gar nicht ändern, nur das T-Shirt. Welche Nummer hat das T-Shirt? Die 15. Ja, T-Shirt Größe 15. Ja, weil bei mir muss schon mal perfekt gucken. Ich bin ein bisschen dünner und ich will halt nicht so was Großes. Ja, ja. Sind Sie bei mir, sind da noch Löcher? Das sind keine Löcher. Ach doch, ja. Ja, warten Sie, ich bearbeite. Ich zieh mir mal kurz was an. Ja, machen Sie das. Ich hab, glaube ich, eine Kugel im Fuß. Ja. So, jetzt würde das gehen. So. Dann kommen Sie mal mit.
nicht gehen. Medic? Helmut, ich bräuchte es gerne mal OPs allein. Ja, Moment, ich bin nur noch bei dem Neuen. Und dann, Moment, und dann, bitte. Und dann. Helmut, ich hab eine Frage. Ja. Ich sehe halt immer, dass ihr Medics... Hallo. Ja, Moment, bitte. Seht ihr den Bauarbeiter? Manchmal fährt ihr ja mit diesem großen Krankenwagen, aber manchmal auch so mit diesem kleinen Wagen. Von wo sind diese anderen? Na, die sind hier jetzt in der Garage. Da können sie sich welche holen. Achso, weil ich mag's mehr mit diesem normalen als mit dem Krankenwagen, mit dem großen. Na hier, da holen sie sich da was und dann ist das. Warten Sie. So, sollten Sie noch Fragen haben, können Sie jederzeit zu mir kommen oder Ihre Kollegen fragen. Und jetzt, Helmut, bei mir wird nur der Krankenwagen angezeigt. Ja, dann nimm den. Dann nimm den. Okay, dann danke. Gut. Dann, wie gesagt, einmal Funknummer vorstellen und dann machen Sie Ihre Arbeit, bitte. Okay, und Helmut, ich habe eine Frage. Ja. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Dispatch kriegt. Soll ich Bescheid sagen, soll ich meine Dienstnummer sagen und sagen, dass ich übernehme? Ja, so okay, wenn die Leitstelle noch nichts gesagt hat. Okay, dann, ciao. Ja. Okay. Ich bin auch ganz so schnell gefahren. Ich hab Blaulicht angehabt. Nein, war nicht. An doch, doch. Ich hab alles auf Dashcam, also auf Dings GoPro. Was? Also auf GoPro, da war nichts an. Wo ist denn Ihre GoPro? Ich seh da keine. Meine Augen so und... Ah, ja. Ich Handy auch. Ja, Handy auch. Ich schon, ja. Hier, Handy ist da. Ja, klar. Ja. Ja, auch ein Handy, das war auch mein Handy.